Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Morgen, guten Morgen, guten Morgen, moin, moin. Guten Morgen, Mädel. Moin, moin, Mädel, 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 moin. Ja. Mädel Rocksau, Mädel. Was hältst du zum Trailer der neuen Herr der Ringe-Serie? Habe ich mir noch nicht angeguckt. Metall, ihr Spacken. Moin. Ja, Metal. Kurz Metal aus der Maloge. Ja, Troll. War nicht so doll. Und euch allen wünsche ich natürlich einen schönen Valentinstag. Denkt an eure Liebsten. Ja, ansonsten habe ich nichts weiter mitbekommen. Gestern noch schön gestreamt auf Twitch. War wieder angenehm. Spaß gemacht. Ja. Metal Excalibur. Belegte Brötchen vom Bäcker. Käsebrötchen mit Käse. Und Körnerbrot mit Pudel. Jo, dann lass dir gut schmecken. Tust dir doch nochmal das ASB live vor Ort an. Bestimmt. Irgendwann bestimmt. Mal gucken, wie lange der dann noch geht, ne? Aber irgendwann bestimmt. Ist ja jedes Mal, wenn du da hinkommst, ist es ja ein bisschen schlimmer geworden. Alles arbeitslose Kack wieder hier. Ja, natürlich nicht so viele Leute wie am Wochenende da, ne? Sympathische Mobbel aus Hamburg. Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber jetzt bin ich ja nicht mehr nur der Mobbel aus Hamburg oder Ranzratte Ramsau. Jetzt wurde mein Name ja offiziell gedorbt. Ein manches Problem mit Zwiebeln zum Mitnehmen, bitte. Ja, wer zum Mitnehmen ist, dann ist nicht mehr so geil. Dann matscht es durch. Das musst du quasi auf die Hand gleich essen. Krank, nicht arbeitslos. Ja. Ich glaub dir das. Homeoffice regelt. Alles Arbeitslose, Arbeitslose hier. Erzählt mir doch nix. Nee, ich freue mich ja, dass ihr da seid. Der Rampensau. Ja, ansonsten also Grüße gehen raus. Jeden Morgen streamen, ja, das ist so mein Plan. Jeden Morgen eigentlich ja nur so eine halbe Stunde. Guten Morgen sagen, was gibt's Neues? Was gibt's nicht Neues? Bisschen Daily Dose auf Internet. Und wenn es irgendwie was zu gucken gibt, was anderes, auch gerne das. Heute habe ich bis jetzt nichts gefunden. Also habe ich mir gedacht, kann man auch noch so ein bisschen irgendwie Fail Army gucken.
Wollte auch mal zum ASB, aber ist einfach zu weit weg. Ja, gut. Ich meine, was soll ich dir sagen, ne? Ich meine, von mir, bei mir ist er auch nicht gerade um die Tür, ne? Um die Tür? Um die Ecke. So. Das ist echt so, dass es live vor Ort noch viel schlimmer aussieht, als man es schon auf den Bildern sieht. Ja. Ist wirklich so. Du kommst da hin und das Erste, was du denkst, ach du liebe Scheiße, das ist ja wirklich alles echt. Das ist ja noch viel schlimmer, als man sich das ausmalt. Weil das ist so in real life ist es noch viel, viel schlimmer, als man sich das auf Bildern überhaupt vorstellen kann. Und viel kleiner vor allen Dingen. Du kommst da die Straße hoch und siehst dann dieses Gelbe auf einmal und denkst, hä, ist das die Schanze? Und dann gehst du weiter und denkst, oh ja. Und so weiter, du gehst ja so einen Bogen, diesen Berg hoch. Mit diesen, ne, diese Schräge hoch. Gehst diesen Bogen hoch und dann wird die Schanze immer sichtbarer und denkst, ach du liebe Scheiße. Steht da eine Kamera auf dem Stativ oder ist sie auf dem Monitor drauf? Auf dem Monitor. Das ist auch mein Problem. Ich hab ja hier drei Monitore. Die habe ich aber vor, was ich. Ein paar Monaten habe ich die aber an die Wand gebracht, damit ich ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch habe. Und habe da drüber aber noch einen großen Fernseher, den ich halt so zum Zocken oder so habe. Oder für Netflix. Und ich habe nicht bedacht, dass auf dem großen Monitor, der hier in der Mitte steht, dass ich da eventuell meine Webcam raufsetzen möchte. Dementsprechend ist der Platz vom Monitor bis zum Fernseher, da passt zwar meine Webcam dazwischen, du siehst aber immer die Kante vom Fernseher, egal wie weit ich ihn rausziehe oder so, der ist so beweglich also, ne? Aber ich habe quasi einmal da eine Kamera und einmal quasi hier eine Kamera. Na, seht ihr jetzt nicht, aber quasi hier. Hier nochmal eine Kamera, eine Katzencam. Mir gefällt die Einstellung. Ja, aber manchmal ist halt doof, weil irgendwie willst du immer nach da gucken, wenn du mit jemandem, wenn ich quasi direkt anspreche und nicht nach da. Mädel und schönen guten Morgen. Hast du eigentlich Glasfaser? Nee, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Ich habe ganz normal, aber 250.000 kann man hier quasi anmieten bei mir und die habe ich auch angemietet. Hatte aber auch vor kurzem eine Störung. Das war mega doof. Das ist gerade abends irgendwie immer weggebrochen. Aber es hat sich wieder beheben lassen. Was hältst du von den Gerüchten, dass der Lord am Wochenende im Mullenbesuch hat? Ich glaube nicht dran. Ja, Annika, aber trotzdem schön, dass du hier bist. Ich habe mir gestern noch von Toni Verso dieses Erklärvideo angehört. Ich habe ja nicht wirklich mitbekommen, was da in dem Stream los war. Aber wenn alles klappt, ist der ja quasi morgen mit dabei. Da werde ich ihn mal fragen, was da los ist. Mit Blue Aufnahmen? Anhänge? Ach Quatsch. Habe ich nichts von gesehen. Dass der Lad mit dem Ford Blue auf dem Anhänger unterwegs war. Ich hatte in seinem unterwegs ist Stream quasi, ne? Stream aus dem Ford hinaus. Da hatte ich kurz reingeguckt, das war ja unerträglich. Das habe ich mir bei Inge irgendwie kurz angeguckt. Und was witzig war natürlich der Chat, weil da natürlich alles durchgerast ist, weil er das falsch eingestellt hatte. Aber also da hatte ich richtig Juno-Vibes so, ne, mit der Übertragung. Und das hat er doch safe bei Henk gesehen. Also Henk macht momentan ja auch Videos mit den oder Streams quasi aus seinem Auto raus. Das hat er doch safe da gesehen und wollte es nachmachen. Haben Stress gemacht. Sind Sie hier? Auch fliegen Sie ohne Gnade. Du. Immer. Ich habe mit denen ja nichts zu tun. Aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass er dann irgendwie den Mods noch irgendwie untersagt hatte, die zu bannen oder so. Wird es bei mir nicht geben. So. Wenn gerechtfertigt ist, darf hier immer weggebannhammert werden. So. Und die Leute, die Mods sind, denen vertraue ich auch und das ist
Die haben ja einen Grund, warum die Mod sind. Ich bitte dich, Henk hat den Stream aus dem Auto nicht erfunden. Nein, natürlich nicht. Aber man weiß ja, dass Rainer Henk beobachtet. Und Henk hat das jetzt irgendwie 2-3 Mal gemacht und auf einmal macht Rainer das auch. Muss natürlich nicht von da abgeguckt sein, aber ist so mein erster Gedanke gewesen dazu. Seine Mutter steht im aktuellen, wie sie diese vollspacken. Ist gestern im Riesen, ich hab auch total eskaliert. Das ist eine Fake-Account von uns, richtig krank. Ja, gut, das ist. Was willst du da machen, ne? Das ist halt immer das Gute, wenn man die Leute halt auch irgendwie noch ein bisschen privat kennt. Oder die meisten meiner Mods kenne ich ja auch irgendwie noch so. Dann kann ich mir sagen, ey, bist du das echt? Schreib mich mal an. Und deswegen sind ja auch fast alle, die irgendwie Content machen, mit denen ich so zu tun habe, und die in meine Chats oder in meine Streams und Chats und so reingucken, sind auch aus dem Grund Mod, dass wenn einer von denen reinkommt und eben nicht Mod ist, dann weiß ich, das ist ein Fake-Account. Ich wünsche allen einen wunderschönen und stressfreien Tag. Das wünschen wir dir auch und das wünsche ich euch allen, ja. Und einen schönen Valentinstag. Sven, ich wünsche dir einen schönen Valentinstag. Endlich bin ich mal live dabei. Kuss auf die Nuss und dann haben wir nicht mehr was zu gucken, Tattoo-Tante. Ja, ansonsten haben wir nicht viel zu gucken. Wie gesagt, ich habe hier so, ich habe mir gedacht, was kann man sich halt, wenn man jetzt nicht zu gucken hat, was kann man sich dann trotzdem nebenbei geben? Und da ist mir halt so Fehlarmi noch eingefallen. Ansonsten, wenn ihr andere Vorschläge habt, außer natürlich, ihr wisst schon, dieser eine YouTuber, dann können wir auch gerne woanders reingucken. Kommt mal ein Kochvideo-Stream von dir. Kochvideo vielleicht, wenn ich mal herausgefordert werde, aber dazu möchte ich mir erstmal eine schöne irgendwie eine Möglichkeit suchen, das irgendwie cool aufzunehmen. Irgendwie eine vernünftige Kamera dazu oder so. Das habe ich nicht. Ich habe, wie gesagt, so eine kleine Actioncam noch. Die macht aber auch nicht jetzt so geile Bilder. Da werde ich mal irgendwie demnächst, wenn ich spazieren gehe, werde ich mit ihm mal eine Jacke kleben hier. Und mal gucken, wie das denn so funktioniert. Ansonsten würde ich mir halt gerne noch so ein, wie nennen sich die, Gimbal holen? Goldhold. Schönen Valentinstag. Ja, dir auch einen schönen Valentinstag. Ich habe auch wieder ein, mehr oder weniger ein Gedicht auf Twitter bekommen von Goldhold. Viel, viel Liebe. Ich habe mich gefreut. Wie immer. Vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, hat meine Einblendung funktioniert? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Immer dasselbe. Vielen lieben Dank, Gotthold. Ja, Mensch. Ziehen wir das eben als Podcast rein. Auch schön. Ja, buff. Es ist ja hier auch nichts. Es geht mir nur darum, dass wir jeden Morgen hier mal kurz Hallo sagen können und den Tag einläuten. Und heute war echt knapp. Also ich bin gestern zwar früh ins Bett, konnte aber nicht pennen und bin dann irgendwie erst um 4 eingepennt. Und eben dann irgendwie so um 10 oder so, eigentlich schon um 9 war ich das erste Mal wach so und dann, oh nee. Um 10 habe ich dann irgendwie gedacht, jetzt aber los. Ne? Ja, waschen, Zähne putzen, Katzen füttern. Was anziehen wäre auch noch gut. Gotthold, ich habe auch eine zweite Tasse Kaffee heute hier. Falls ihr das bekannt vorkommt, diese Tasse. Lebende Legende am Livestream. Übertreibt man nicht. Ich bin ganz normalen Dulli. Internetsdulli. Habt ihr Bock? Wollen wir mal reingucken in Fail Army? Oder wollen wir lieber irgendwas anderes gucken? Weil wir haben ja keine Zeit hier, ne? Halbe Stunde ist angesetzt. War ein bisschen später. Also ist hier 11:04 Uhr ist hier Feierabend.
So, 10 Minuten Kaffeepause, schreibt mich an, sagt Annika. So, let's go. Annika hat Bock. Super Bowl Party. Dann 6 bis 10. Ja, Super Bowl. Ich weiß, Emma wollte irgendwie streamen, so. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch angeguckt. Hat das aber dann irgendwie abgesagt, weil er doch nicht konnte. Aber ich habe davon gar keine Ahnung. So. Ich habe hier mal mit den Stralsunder Pikes hier in Stralsund. Da habe ich ein paar Mal mittrainiert. Also es war wirklich nur so Ausdauertraining da auf dem Platz so. Aber vom Football habe ich gar keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht wirklich. Aber das ist noch vor meiner Knieverletzung gewesen. Also da, wo ich wirklich irgendwie total Bock auf Sport hatte. Und da haben die mich im Fitnessstudio immer angequatscht und gesagt, ey, hast du nicht Bock, da mal mitzumachen und so, weil von der Statur her irgendwie. Obwohl ich ja relativ klein bin. Aber da sind auch Typen bei, Junge. Wahnsinn. Alleine hier in Stralsund bei uns schon. So richtige Brecher, die das machen und mit Ausdauer ohne Ende. Ja. NFL ist Boring AF. Wenn ich mir das angucken würde, ich wüsste gar nicht, was da passiert. Fußball weiß ich noch, die müssen ein Tor schießen. Ich weiß, die müssen mit dem Ball irgendwie von der einen Seite vom Platz zum anderen kommen. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, dieses ganze Internet-Ding, das darf man auch nicht zu ernst nehmen hier, wenn hier irgendwelche Leute reintrollen. Wenn ich halt rausgebannt und fertig ist der Lack. Aber ich würde sagen, wir gucken mal hier rüber in das Zeug hier. Ist das zu laut? Guck mal. Ja, ist nicht halt zu laut. Das habe ich schon mal gesehen. Alter. Die ganze Bude eingestürzt. Das ist auch nicht so nice. Dann stell dir vor, du wirst nur das Ding abreißen. Aber dann hättest du das wahrscheinlich nicht mit dem Bagger gemacht, ne? Rigor Mortis, vielen lieben Dank. Dankeschön. Magst mal die Katzen zeigen? Hab selbst zwei. Möchte hier ein Katze herkommen, mal? Ja, Hinki, kommst du mal hier? Kommst du mal hier, Papi? Komm auch. Komm auch. Ja. Ja. Eine Prinzessin. Moment. Jetzt habe ich natürlich wieder hier die. Ja. Hat man sie gesehen? Man hat den Schwanz wieder gesehen, ne? Da kommt die andere gerade. Ich mach mal hier die. Hinky. Sonst gehen sie mir stundenlang hier oben auf den Keks, ne? Die Bondage Cat, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ah, wieder werbeunfreundlich. Tatsächlich scheint es auch viel an dem Namen zu liegen. Wenn man den Namen sagt, ist Titel mit der Werbefreundlichkeit. Können wir uns darauf einigen, dass wir sie CBC nennen? CBC oder Cyborg. Ja, nee, ich habe gerade noch geguckt vom Stream. Hat nichts Neues produziert seit gestern. Kommen wir wieder hier zurück. Zum, Metal Luke. Beide Speedies sind drei. Einmal schwarz, einmal weiß, einmal grau. Kade? Mach nicht kommen. Mag keiner kommen, meine Mutter. Aber ihr werdet sie wahrscheinlich noch häufig genug sehen. Ich brauche auch noch gute Mucke. Ich brauche gute Stream-Mucke. Ich werde hier sowas. Moment. Hier.
Wir werden hier jeden Morgen werden wir Drunken Sailor spielen. Alleine für die Leute, die noch betrunken sind. Vielleicht frage ich auch mal den Franz Bauer, ob der mir das auf der Quetschkommode einspielen kann. Da hätte ich auch Bock drauf. Oder den Troll, vielleicht. Der kann ja alle Instrumente spielen. Das wäre doch auch nice. Als kleine Pausen. Als Pinkel-Melodie. Melodie. Immer eine andere Version. Mal rockig. Mit dem Dudelsack kann er das mit Sicherheit auch. Ja. Ist nur doof, dass wir keine Pinkelpausen machen hier im Frühstück. Aber vielleicht abends im Stream, wenn man auf Twitch streamt. Der im blauen Ranger, der gefilmt wurde. War das ein Ranger? Moment, ich mache nochmal zurück. Tut mir leid. War doch hier irgendwo. Ist das ein Ranger? Nee, ne? Der ist doch viel zu groß. Und sieht viel zu gut aus. Ich kenne mich nicht so aus. Ich habe nicht so ein Honigkuchen-Auto. Der kennt einen Trabi und einen Bus. Voll als Monster, ey. Oh. Er ist ausgeglitscht. Hier, so wird mir das auch gehen. Ich würde, wenn ich in so ein hier Kanu reinsteigen würde, bräuchte ich gar nicht versuchen. Könnte gleich ins Wasser springen und von da aus versuchen reinzuklettern. Das ist ein Raptor. Der Raptor. Yeah, Riley. Smile. Moin Rosa, was ist eigentlich noch dein Kuder? Ja. Deswegen bin ich hier auch im Arbeits... Huch, ich habe meinen Arbeitspulli noch an. Deswegen bin ich auch schon im Arbeitspulli, weil ich heute arbeite. Also es ist ja die ganze Woche bei uns nichts los, momentan. Außer am Montag ist ja hier die Demo quasi, ne? Von der Corona-S. Und die starten genau bei mir vom... Da versammeln die sich. Halten da ihre Reden. Quasi auf der Hafeninsel. Genau, bei mir vom Kutter, halten da ihre Reden, marschieren von da aus los und kommen dann halt so 2 Stunden später, kommen die dann zurück so. Also ich glaube, 18 Uhr treffen die sich. Dann irgendwie. Und dann halten die nochmal ihre Reden. Und da kann ich halt Glühwein verkaufen. Ne? Das ist das, was dann geht so. Das ist momentan der einzige Tag in der Woche, wo irgendwie Geld reinkommt. Ein bisschen. Und hauptsächlich Glühwein. Ey, aber ist besser als nichts. Das ist, deswegen. Wo steht denn dein Kutter? Also der liegt erstmal, aber hier unten im Hafen. Noch. Also, der wird auch ab Dienstag im Hafen liegen, aber auf der anderen Seite wieder. Also genau bei der Georg Fock. Wird jetzt aber gebaut und deswegen ziehen wir wieder um auf dem Sommerliegeplatz, der jetzt eigentlich richtig doof ist, weil natürlich da gar keine Laufkundschaft ist, aber ja. Schön, dass du jetzt auch den Künstlerkanal hast. Dann kommt das erste Album. Ich habe ja keinen offiziellen Künstlerkanal. Psst, ist ja gar kein richtiger. Ich habe ja einfach nur eine Note dahinter in meinen Namen gemacht. Aber vielleicht wird hier auch demnächst ein Song veröffentlicht,
Das heißt nicht unbedingt, dass ich den selber singe, aber wir arbeiten da so ein bisschen an was. Wir haben schon ein bisschen hin und her geschrieben. Aber über Aline Bachmann wird das wohl gehen. Scheint bei dir auch. Oh! Oh, das muss auch wehgetan haben. Das hat. Ah, nicht das Runterfallen, sondern dieses mit dem Bein da drin hängen bleiben. Hier, an dieser Strebe hier. Fühle ich. Scheint bei dir auch die Sonne, ja. Naja, jetzt nicht shining bright, sondern wirklich. Man merkt, es ist sonnig draußen. Es ist. Normalerweise so um die Uhrzeit, wenn die Sonne richtig scheint, dann knallt das hier genau rein, dann bin ich total geblendet. Also von dir und deinem Team. Ja, wir arbeiten ja immer im Team. Also intim. Nicht im Team, sondern intim. Oh, der ist wütend. Irgendwie habe ich gedacht, der ballert ja einer jetzt. Der ist so aggressiv, da. Skör auf meinen Kutter. Oh ja, Aline wieder. Ja, ich muss mir auch mal wieder ein bisschen. Was ist denn, Gwen? Miau. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Ja, ich muss auch bei Aline immer wieder reingucken, was sie so Neues getrieben hat. Bei Aline ist das Gute so, du musst halt immer eine Woche dazwischen Pause lassen und musst dann gucken, was alles Neues ist. Dann wirst du halt schockiert immer. Wie weit hast du es bis zum Meer, also bis zum Sund hier, ne? Bis zur Ostsee. Ist ja nicht mal richtig Ostsee, ist ja Sund so, aber gehen wir mal, du meinst Wasser, bis zum Wasser. Fußweg ist es so ungefähr 3 Minuten. Ne? Also wenn ich jetzt von hier bis zum Kutter laufe, es ist so 3, 4 Minuten. Habe aber auch noch nie wirklich weiter weg vom Wasser gewohnt. Also auch damals in meiner Heimatstadt immer so dicht dran gewesen. Meine Katze springt gleich durch den Bildschirm von deinem Weitermelden. Ja, was ist denn los, Süße? Was ist los? Das ist Gwen. Gwen hat öfter mal so eine Anflüge, dass sie irgendwo sitzt und miaut. Und auch irgendwo gegen die Wand guckt, so. Ne? So wie dieses, was man so aus Videos kennt, so oben, oh, meine Katze sieht Geister. Dieses guckt manchmal einfach irgendwo hin und miaut. Und ich höre halt auch ganz genau, wer von den dreien gerade irgendwie miaut, weil die alle eine andere Art haben, so. Und die sind sowieso, also gerade Hinke ist sowieso sehr kommunikativ. Das heißt, jeder, der mit mir morgens schon mal Sprachnachrichten geschickt hat, der unterhält sich mehr mit Hinke als mit mir. Weil sie immer dazwischen labert. Holy f**k. Oh, ein This Fisch. is on the grass, On the chilling with grass! the fish. Was hat er denn gedacht, was da passiert? Dass er den Fisch einfach so mit dem Stock anpieken kann? Na, alles, was sie rausgehauen hat, bis eben, bis vorm Stream, haben wir uns gestern schon angeguckt. Ist noch auf diesem Kanal zu sehen. Wurstblinke? Wurstblinke, so ein Humbug. Fühl dich gegrüßt. Wer immer du auch bist. Er ist durch die Decke gebrochen. Hast du nicht Angst bei Sturm um dein Haus, Wohnung? Ihr habt doch bestimmt Schilfdächer. Ja, wir sind ja hier nicht mehr. Wir wohnen ja hier nicht mehr großartig in Fischerhäusern. Das gibt's so oft in Dörfern, gibt's das noch irgendwie hier und da mal. Aber sonst haben wir ja ganz normale Häuser hier. Also, in der Regel fliegt hier nicht mehr. Ich habe viel mehr Angst um Kutter, wenn hier Sturm ist. Weil, letztes Mal, wo Sturm war, hatte sich auch eine Leine gelöst und so. Da bin ich hier nachts noch runter. Und das war auch ganz gut, dass ich noch runter bin. Dann habe ich das noch alles wieder festgebunden. Das ist eher das Problem. Ist klar, es gibt halt noch Dörfer mit den Schilfdächern und so, aber hier ist es halt ganz normal. So, wenn du mal einfach mal Stralsund anguckst, irgendwie von oben,
Ist alles so, Stralsund hat ein schönes Stadtbild, weil es alles so alte Häuser sind und die alle nach dem Krieg und in den letzten Jahrzehnten irgendwie wieder schön gemacht wurden und viele Kirchen und so. Und ich wohne ja quasi genau zwischen zwei Kirchen. Das hört man hier nicht, also wenn hier mein Fenster zu ist, hört man das immer nicht so. Aber ich habe quasi so gefühlt 200 Meter nach da eine Kirche. Und wenn ich hier quasi, wenn ich vor, also ich habe zwei Eingänge oder Ausgänge, wie auch immer. Einmal kann ich vorne rausgehen, einmal hinten rausgehen. Und da sind es vielleicht 100 Meter. Ach, nicht mal ganz. Das ist einmal über die Straße, dann noch so ein Haus und dann ist da die nächste Kirche. Das heißt, wenn die hier irgendwie zu Ostern oder zu Weihnachten oder so, wenn die hier losdudeln und du stehst draußen, dann hörst du von allen Seiten. Bing, bing, bing. Total Idiots at Work. Irgend so ein Mr. Outfit hat schon über 120 Folgen. Können wir auch mal reingucken gleich. Brand new power stroke. These little Ford owners can't get their hands dirty. Go ahead and hit it, Morgan. Oh, I gotta wash my little camera. Was verkaufst du so auf deinen Kutter? Ja, Fisch. Fischbrötchen. Fisch und Chips, Pommes. Und Getränke. Und Glühwein. Sowas. Bin halt, das ist eine Imbissbude. Imbissbude mit Fisch. Liebe Grüße aus Brunsbüttel. Liebe Grüße zurück. Höchstens, wenn Roxa in der Altstadt mit seinem Klapprad an einem vorbeiradelt. Ja, tatsächlich kann das schon passiert sein. Mein Klapprad wurde mir aber gestohlen. Verdammte Arschlöcher. Haben sie mir mein Rad geklaut. Du, mein Kaffee ist leer. Ich trinke jetzt meinen zweiten Kaffee. Kaffee? Bohnenkaffee. Das ist auch wieder so ein Fort hier. Da reißt doch gleich was ab. Der hängt doch irgendwo fest. Ich hab's gecallt. Gibt's auch vorher Spezialbrötchen? Nein. Krabbende Brötchen. Flavor 51 gehört, ja. Das war doch auch so ein Asozial, ne? Ja, irgendwas steht, schreibst du ja auch köstlich asozial. Ja, kenne ich auch noch irgendwie, aber das ist ja schon auch Ewigkeiten her, ne? Die Forts sind irgendwie alle größer als Reiter sein, ja. Mein Stiefvater, hat so ein Ford Ranger, hat er mal auf eine Baustelle gefahren. Er hat gesagt, das ist halt ein Baustellenauto, aber das ist halt ansonsten eine olle Kiste. Krass. Der steht auf einer Hand, ne? Quasi und bewegt sich dabei noch mit diesem ollen Ring. Aber falsche Schnitzel gibt's auf dem Kutter, oder? Nee. Irgendwas zockt, zum Beispiel Valheim oder andere große Multiplayer. Ich habe da jetzt irgendwie nichts in Planung. Und bin ja jetzt auch nicht so der, also meistens macht man sowas ja mit Shootern oder so und das ist halt überhaupt nicht meins.
Und vor allem darfst du nicht vergessen, so, ich habe zwar hier eine geile Community, einen geilen Chat, aber da draußen sind halt auch mehr Leute, die einen dann, ne? Und das sind halt die Doofen dann. So, da muss man halt gucken, mit wem man das macht. Aber da würde es mir ja nicht anders gehen wie Rainer, so, da würden mich auch Leute versuchen zu trollen, so, ne? Und wenn du das dann vielleicht noch irgendwie live on Stream machst, dann würden da wieder irgendwelche Leute irgendwelchen Mist reinschreiben, damit dann das gestrikt wird oder so. Oder? Ist ja nun mal leider so. Aber ich werd auch zocken. Ist jetzt noch nicht in nächster Zeit geplant, aber auf Twitch. Ich werde, was ich gerne mag, ist halt so Point and Click. So ein paar ältere Sachen oder auch neuere Sachen. So Edna bricht aus, Edna und Harvey. Deponia, so, das ist halt super geil. Und sowas spiele ich total gerne. Und ich sag mal, so eine Runde Day of the Tentacle oder so kann man ja auch mal irgendwie machen. Oder wenn mal irgendwie was Neues rauskommt. Ich habe zum Beispiel total Bock auf den neuen Teil von Horizon Zero Dawn. Und mal gucken, wie das so klappt von der Übertragung her. Ich habe ja eine Elgato, eine Capture Card. Ich würde mir das, wenn dann, für die PlayStation holen, weil mein Rechner, glaube ich, wird das nicht mitmachen. Ich glaube, das kommt auch noch gar nicht für den Rechner raus. Bin mir aber nicht sicher. Ich würde mir das dann für die PS4 holen. Und das Problem ist dann halt bloß, weil mein Fernseher nur da oben hängt. Ich würde halt den ganzen Stream, wenn ich zocke, würde ich halt so hier sitzen und immer nach oben gucken. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Day of the Tentacle, absoluter Klassiker. Kennst du noch Sam und Max? Ich habe Sam und Max, ja, aber ich habe das noch nie so richtig durchgespielt. Ich habe noch einige Klassiker, die ich noch nie richtig durchgespielt habe. Und wer auch sehr gut in Day of the Tentacle ist, ist Troll zum Beispiel. Und der hat auch gesagt, da könnte man, also da müsste ich natürlich erst ein bisschen üben, weil der ist halt richtig schnell da drin. Und der kann richtig sowas wie ein Speedrun machen. Also da könnte man quasi versuchen, dass man das gleichzeitig überträgt. Und gucken, wer schneller fertig ist. Aber da müsste ich halt üben. Und das wird dann halt auch sehr langweilig dann irgendwann, ne? Sich wirklich nur durchzuklicken und Dialoge wegzuklicken und dir genau zu merken, okay, das muss ich darüber schicken, das muss ich darüber schicken und so. Und dafür ist Day of the Tentacle eigentlich ein viel zu schönes und humorvolles Spiel, um das alles wegzuklicken nur. Larry zu Let's Playen, ja, auch die neuen Teile sind sehr nice. Den zweiten, den habe ich schon, aber noch nicht gezockt. Aber der erste hier, war das Red Dreams Don't Die? Der war super. Und der zweite, Red Dreams Die, nee, Die Twice, der soll auch toll sein. Troll hat den schon gespielt, hat gesagt, der ist super. Also, Super Metal Boy. Habe ich schon mal tatsächlich bei 1510 angezockt. Bin ich halt mega mies drin. Speed, das ist doch viel zu schade dafür. Ja, finde ich auch. Speedruns für Point und Click ist dafür so die zu schade, weil die meisten leben ja wirklich von Humor. Was ich jetzt momentan noch spiele, oder eigentlich hätte ich schon lange damit fertig sein sollen, weil es halt ein super kleines Spiel ist, ist halt Darkside Detective. Aber mir fehlt momentan so ein bisschen die Zeit zum Zocken. Weil dafür musst du halt auch immer ein bisschen Ruhe haben. Das zockst du ja jetzt nicht, während du dich unterhältst. Du willst das ja dann auch mitbekommen. So Point-and-Click-Dinger. Und das ist halt immer. Meistens bin ich dann mit Leuten irgendwie im Discord und unterhalte mich. Ja. Hey, aber wir sind doch hier nicht zum Spaß. War ein Schaf, ja, ne? Ein Blöki. Keine 10 Pferde würden mich auf so eine ollen Ski raufkriegen. Wäre es möglich, mit Ani und Fuddel Warhammer Gladius zu zocken? Bin mit Fuddel auf Steam befreundet, ich auch. Und wäre gegebenenfalls gerne dabei. Da musst du wirklich, wirklich die beiden fragen, weil ich bin da, glaube ich, nicht so der Richtige für. Ich finde das alles super interessant, aber ich glaube, das ist dann bestimmt viel mit Ballen und so. Ich glaube, da bin ich echt nicht der Richtige für.
müsste mir das Spiel aber erstmal angucken. Und dann müsste man gucken, okay, weil mein Rechner ist nun auch nicht der neueste so, der ist 2016 wurde mir der zusammengestellt vom Kumpel, ich müsste den auch mal aufrüsten. Und aber momentan ist halt eine doofe Zeit, um irgendwie einen Rechner aufzurüsten. Und deswegen, ich möchte halt auch nicht so, dass der Stream halt zwischendurch abkackt so. Und das ist halt immer mehr doof. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Point-and-Click oder sowas spiele, dann weiß ich, dass es funktioniert. Und wenn ich irgendwas über die PlayStation oder ich habe ja auch die Retro-Trios hier stehen und auch die Möglichkeit, NES und sowas zu übertragen und zu capturen. Das könnte man irgendwie alles machen. Das läuft ja natürlich aber über die Konsole, ne, und nicht über den Rechner. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich halt streame und den Rechner quasi zum Zocken benutze, dass mir das abkackt. Ich weiß nicht, vielleicht würde es funktionieren. Ich kann halt, also Witcher 3 oder so habe ich auch auf dem Rechner gezockt, ohne Probleme. Aber ich weiß nicht, wenn ich das Ganze irgendwie überlaste und das ist bei euch ja nachher nur noch am Ruckeln und am Hackeln und das ist ja dann doof. Ich möchte halt nicht so dieses reine Ding haben, dass die Leute dann sagen, oh, das hackt hier, doof. Dann ist es gelesen, like, okay. Rundenbasiert, kann bis zu 7. Spiel erfassen. Züge gehen sehr schnell. Okay. Muss ich mal, ich schreibe mir das mal auf. Wie hieß das nochmal? Dann frage ich einfach mal die beiden. Wie hieß denn das nochmal? Magst du mir das nochmal schreiben oder ansonsten muss ich hier nochmal hoch? Warhammer Gladius, ne? Da muss man halt mal gucken, wo man das macht, so. Eigentlich ist dafür natürlich Twitch die richtige Plattform, aber ich wollte auf Twitch erstmal wirklich alleine machen, also zumindest ein paar Wochen, weil ich möchte nicht die Leute durch irgendeinen anderen Namen irgendwie auf meinen Kanal ziehen. Ne, so, weil sonst könnte ich mir halt jetzt irgendwie 5 Leute einladen und sage, wir spielen hier Among Us und ihr kommt halt, weil da 5 Leute sind. Und aber ich möchte natürlich Leute haben, die ja wegen mir kommen und wegen dem Quatsch, den ich da so mache. Oh, Annika Müller wurde von Annika Müller ausgeblendet. Telltale Walking Dead habe ich auch. Fand ich aber nicht so nice. Habe ich auch nicht durchgespielt. Aber Telltale Games sind generell so sehr cool. Ich mag sowas. Ich mag so diese Walking Simulator quasi. Wie nennt sich das? Graphic Novel. Da habe ich schon Bock drauf auf sowas. Und Gladius für einen Klassiker hältst. Wann hast du das letzte Mal Donkey Kong gespielt? Donkey Kong war nie so mein Ding. Ich habe zwar ein paar Donkey Kong. Welchen habe ich denn hier? Ein oder zwei Donkey Kong Teile habe ich hier. Einer davon, also der eine von den dreien fehlt mir auf jeden Fall. Für den SNES. Aber, ja. Aber es gibt so viele schöne Spiele. So, ich spiele ja auch gerne NES und auch Sega noch. Aber. Die meisten davon sind auch bockschwer, ne? Darf man nicht vergessen. Also früher waren die Spiele auch echt schwerer. Da fehlt doch wieder von leider. Huch! Da guckt Moritz raus.
Den originalen ersten Donkey Kong von Atari. Warte mal, muss ich mal gucken, ob ich ihn hier habe. Pac-Man habe ich. Ja, tatsächlich. Mineralwasser, vielen lieben Dank. Projekt Zomboid an, sehr geiles Spiel, hab ich tatsächlich. Hab ich von Fuddel geschenkt bekommen, das Spiel. Moment. War die falsche Überblende. Diesen meinst du, ne? Das ist der Originale, glaube ich. Und, also, die hier ist zwar raufgeschrieben, das war nicht ich, das war die Vorbesitzerin. Anne. Anne hieß sie anscheinend. Das ist quasi der allerechteste Mario-Teil. Ne? Atari kann ich aber, leider nicht anschließen, glaube ich. Fehlt mir ein Adapter zu. Und ansonsten kriege ich fast alles ran, so. Wie nennt sich das hier? Dieses Switcher. Ne? Wo du dann die drei Kabels anschließt. Auf der anderen Seite kommt dann HDMI raus. Ist halt ein bisschen Kabelgewirr, ne? Wenn du das dann noch an die Capture Card und dann wieder weiter an Fernseher und an Rechner und so. Aber das kriegt man hin. Aber in den meisten Fällen nutze ich halt das hier Super Retro Trio. Der nimmt halt relativ viel, ne? Der nimmt halt die ganzen Sega-Spiele. Wenn du da halt noch den Adapter hast, den habe ich mir ein bisschen umgebaut, dann kannst du halt Master System und Mega Drive spielen. Die ganzen NES-Spiele, die ganzen SNES-Spiele. Der nimmt dann auch quasi, damit kann ich dann auch die Gameboy-Spiele über den Super Gameboy abspielen und so. Auch die ganzen amerikanischen Teile und so, gut, habe ich jetzt nicht, aber amerikanisch, japanisch, so. Retro-Trio ist sehr cool. Der war auch relativ teuer damals, wo ich mir den geholt habe. Aber der emuliert halt nicht, der hat wirklich Hardware drin, die das abspielt. Und das ist halt irgendwie nice. Und du kannst halt richtig originale Controller anschließen. Das heißt, wenn du unterwegs in Düsterburg Let's Playst, wäre ich der Konzertin dabei. Hey, kann man machen. Wie gesagt, also würde ich dann aber auf Twitch machen. Wünsche euch allen und vor allem dir, liebe Rox, einen schönen Tag und eine entspannte Woche. Ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Ja, Gotthold, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du mich unterstützt. Und ich wünsche dir einen schönen Valentinstag weiterhin. Und ja. Diese Woche hören wir uns bestimmt nochmal hier. Ich gehe davon aus. Und da ist das schon wieder 11:30. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Halbe Stunde haben wir gesagt. Immer das gleiche. Was hat der gekostet? Du meinst das Retro-Trio? Ich kann euch das ja mal zeigen. Wenn ich hier die Kabels abziehe. Wie das Ding aussieht. Der sieht so aus. So. Ne? Und hier vorne hast du dann halt die Möglichkeit, die ganzen originalen Controller ranzuschließen und auch die vom Retro Trio selbst. Kannst dann halt umswitchen zwischen NES und Mega Drive und bla bla bla, NTSC, PAL-Version und hier die ganze Japan-Zeugs und so. Da ist halt also so eine Switcher dran. Ja, und ansonsten machst du es dann. Das Ding fühlt sich relativ billig an. Aber ist sein Geld wert und ich glaube, ich habe bezahlt knapp an 200. Aber das ist schon eine Weile her, die wirst du mit Sicherheit jetzt auch günstiger kriegen. Und das ist, ich mag den ganz gerne, weil ich zock gerne Retro mal so. Und wenn es mal nur eine Runde Mario ist oder so. Und dafür willst du halt nicht immer den NES rausholen. Und mein NES ist halt noch, der ist halt im Karton. Und jedes Mal, wenn du den Karton aufmachst, wird das auch alles nicht besser. Dann habe ich auch verschiedene Retro-Pies, die ich mir quasi
umgebaut. Also nicht ich direkt, aber ein Kumpel von mir hat das gebaut. Das sind, die habe ich dann eine Zeit lang benutzt, aber ist halt dann immer emuliert. Ne? Das ist quasi, hier habe ich so ziemlich alle, auch wirklich japanische und weiß ich was, alle SNES-Spiele drauf. Und das ist kein Mini, das ist wirklich nur so ein Case, wo ein Pi drin ist. Und das Coole ist, die Knöpfe haben alle wirklich die richtige Funktion. Also das heißt, du machst den halt hier mit an und aus, mit dem Original an und aus. Hier hast du den Reset-Knopf drauf und so, ja, den du auch wirklich drücken kannst. Das leuchtet alles so, wie es sein muss. Hier vorne machst du halt mit dem USB dein Controller ran. Und hier, diese Klappe geht halt auf. Da kannst du halt deinen USB-Stick reinstecken oder irgendwas. Ne, bei dem hier gar nicht. Aber bei dem hier. Hier habe ich dann quasi alle NES-Spiele drauf. Und den kannst du halt auch vorne aufklappen und so. Das ist ganz nice. Und auch die... Ich finde halt immer cool, wenn das alles so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Das heißt, der Anknopf funktioniert wie der Anknopf und der Reset-Knopf wie der Reset-Knopf und so. Und hier machst du dann quasi, hast du dann deine Anschlüsse auch noch dran. Ne? Und wie gesagt, das sind aber keine Minis, das sind halt nur Hüllen, die ich für die Pis gekauft habe. Ist halt Quatsch, du kannst halt, ich habe halt auch ein Pi, da ist halt, da sind halt alles drauf. Auch wirklich so. Wie heißt es, so Arcade-Konsolen und sowas noch und teilweise PlayStation 1-Spiele. Da ist halt das volle Programm drauf. Aber ich fand das halt witzig, mir einmal halt einen, wo wirklich nur SNES und einmal nur NES drauf ist, zu basteln. Naja. Wollen wir noch hier mal wieder reingucken? Also ich muss sagen, bis jetzt finde ich hier die Fail Army nicht so nice. Gar nicht mal so witzig, das Ganze. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu abgelenkt. Kannst du ein Retro-Handheld empfehlen? Och, jetzt habe ich doch gerade umgeschaltet. Ja, kann ich. Das ist einmal vom Design her ist der ein geiler. Das ist ein BitBoy. Da kannst du halt auch ROMs draufladen und so. Und der ist ganz nice. Wenn du aber jetzt zum Beispiel PlayStation 1 Spiele rauflädst, ist der doof, weil die fehlen die Schultertasten. Dafür ist der halt geiler. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der, NDK oder so. Steht leider hier auch nicht mehr drauf. Der hat Schultertasten. Mit denen kannst du halt wirklich dann auch PS1-Spiele irgendwie zocken. Und der hat natürlich einen geileren Bildschirm. Aber für die Hosentasche ist der natürlich nice. Ja. Habe ich aber ewig nicht mehr gespielt. Weiß gar nicht, ob die noch funktionieren. Die Software oder noch. Ist der Akku auch weg. Ja. Total Idiots at Work. Wollen wir da mal reingucken? Ich guck mal. Ich guck mal hier. Fehlchannel nennt sich der. Dann gucken wir da mal rein. Ja, und dieses Retro, ich habe jetzt nicht übermäßig viel so. Also ich habe schon, ich habe irgendwie 400 Spiele hier, so insgesamt mit PS1, 2, 3 und 4. Ich glaube 430 Spiele oder so, wo ich also das letzte Mal gezählt habe. Aber ich sammle das nicht so aus Wertgründen, sondern wirklich so aus Liebe zu spielen. So. Und es gibt natürlich größere, schönere Sammlungen so, aber
wenn ich umziehe, so wenn, ne, dann hätte ich halt gerne ein Streamingzimmer, wo ich das halt. Ich finde das zum Beispiel bei Denzen total toll, dieses Streamingzimmer, was er hat. Und sowas würde ich mir halt auch gerne machen. Vielleicht dann das so ein kleinen Glasvitrinen, dass es halt nicht immer irgendwie verstaubt. Die du ein bisschen beleuchten kannst und so im Hintergrund. Da hätte ich Bock drauf. Generell auf ein Streamingzimmer hätte ich Bock. Gut, aber kommen wir mal. Dann gucken wir uns jetzt einfach mal hier Workfeel Compilation 22 an. Dann hat er sich die Leiter eingebaut. Die Bambusleiter. Ne, dann sieht er die wohl auf jetzt. An wie der Mr. Outfit. Junge! John, mach mich nicht fertig. Mr. Outfit. Mixiwork, Mr. Outfit. Hier ist Mr. Outfit. Gucken wir halt bei Mr. Outfit. Kopieren. So, jetzt besser. Jetzt besser. Wo ist Blicke? Mai bag o dată? Uite, înseamnă să fii mafiot când nu ți ajunge cablu. Das ist doch mit Absicht. Kannst du auch eine Retro-Partei empfehlen? Nein. Leider gar nicht. He's gonna hit the other rock now. Jesus. Ah. Sowas ähnliches ist damals, da bin ich LKW gefahren, hat mir das mal einer erzählt, der, mit dem ich da zusammengearbeitet habe. Der hat auch mal, der hat seine, du kannst den LKW ja hinten so ein Stückchen runterlassen, damit er dann genau an die Rampe passt. Und der hat vergessen, den wieder hochzupumpen und ist dann losgefahren und hat die ganze Rampe zerrissen. Irgendwie auch über 1000 Euro Schaden. Der Tsukuyomi, Takeshis Castle hier. Der Tony. Der ist, wenn alles klappt, ich gehe einfach mal davon aus, ist der morgen hier. Ja, sowas geht auch nur bei den Russen, ne? Hier wirst du sofort damit aus dem Verkehr gezogen werden. Вот так мы возим.
get through that. That's gonna take my over. Danke, Makake. Jebanoza. Is there something that is like being one of these machines? Are these machines conscious? Ja, das muss den doch überrascht haben. Der wird doch da nicht reingefahren sein. Makake verteilt wieder Herzen heute hier. Und nicht nur, weil Valentinstag ist. Schwengel, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, wo ich herkomme. Weil man hier einfach Sonnabend sagt. Und das ist nun mal, was es der Ursprung ist, weil es daher kommt, das hat ja nichts weiter damit zu tun, dass ich Sonnabend sage. Das ist einfach meine Art zu reden. Ne? Du bist auch LKW-Fahren, übrigens seit letztem Jahr. Ja, ich, wann habe ich, müsste ich jetzt auf meinen Führerschein gucken. Bevor ich auf dem Kutter angefangen habe quasi, bin ich LKW gefahren, aber auch nicht lange, ein paar Monate. Ich habe ja ursprünglich eine Ausbildung zum Ausbaufacharbeiter gemacht. Die habe ich ja auch abgeschlossen. Und ein paar Jahre später habe ich dann diese verkürzte Grundausbildung zum Berufskraftfahrer gemacht. Aber es ist halt leider nicht so, wie man sich das vorstellt, ne? Es ist halt... Man hat eine romantische Vorstellung vom LKW-Fahren und ich bin europaweit gefahren und es war Mist. Also für mich war es nichts. Ich habe riesen Respekt an die Leute, vor den Leuten, die das können. Alle, mit denen ich zusammen gefahren bin, so ich bin halt so im Doppel gefahren immer. Die haben alle einen am Dach gehabt. Die waren aber auch schon Jahre auf der Straße unterwegs. Und mir hat das keinen Spaß gemacht. Jetzt habe ich gerade weggeguckt. Was ist denn da passiert? Ah, der hat irgendwas rausgeschmissen aus dem Auto, ne? Aus dem LKW. Wenn man wirklich Fakes geben kann, dann richtig ab hier. Ja, schick mir mal deine URL gleich. Dann werde ich ihm nach dem Stream, werde ich die gleich quasi zur Mod machen, dann wissen wir Bescheid. Aber ansonsten, sollen sie doch kommen, dann haben wir sie gleich runtergebannt. Alles gut.
Da mache ich mir überhaupt keinen Stress mit. Das darf man immer alles nicht zu ernst nehmen, so. Dazu bin ich zu lange quasi, werde ich schon zu lange getrollt im Internet, dass ich mir das irgendwie zu Herzen nehmen würde, so. Nee, ich schreib bei Insta. Oder auf Discord. Ja, irgendwie ist das aber auch alles nicht ganz so witzig, ne? Hat mich irgendwie noch nicht so ganz gecatcht. Habe ich was verpasst? Nö. Bis jetzt nicht wirklich. Wir sind auch schon wieder viel zu lange hier. Wir sind schon wieder viel zu lange dabei. Du wärst der 200 Lorf-König. Lorf? Der nicht Lachen-König. Nee, tatsächlich kann ich das wahrscheinlich ganz gut. Liegt aber daran, dass ich so ein humorloser Mensch bin. Aber wir lassen uns nicht die Laune für den. Ach, warum denn? Von so ein paar Stümpern? So ein paar Stümpertrollen? Nee. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Wenn man denen die Aufmerksamkeit nicht geben, dann haben die auch bald keinen Bock mehr. Was macht ihr denn da? Manchmal ist ja echt nur langweiliges Zeug, ja. Ich fühl's auch nicht so. Wir können uns ja morgen mal wirklich so eine Versuche nicht zu lachen Challenge mal die angucken. Deadly Giraffe. Der TikTok-Scheiß dabei. Ich hab mir letztes Mal auch so eine TikTok-Cringe Compilation, die gibt's auch auf Deutsch. Habe ich auch überlegt, okay, wäre das vielleicht was? Ist halt auch irgendwie viel nur so Zeugs, wo. Ja, wo die halt stehen und irgendwie zur Musik sich bewegen. So ist. Manchmal sind da ein paar witzige Sachen dazwischen, aber das meiste ist halt dieses Musikzeug und das fühle ich halt nicht so. Wir suchen dir was raus. Ja, könnt ihr gerne machen. Tattoo-Tante, du kannst mich ja auf Telegram anschreiben. Da sind wir ja quasi vernetzt. Ja. Also ich fühl's hier nicht so. Wollen wir Daily Dose auf Internet uns noch reinziehen und dann Feierabend machen? Weil eine halbe Stunde, habe ich gesagt. Und es ist schon wieder gleich um 12. 11:45 ist gleich. Wir gucken jetzt hier. Diesen. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Mit dem TikTok-Gerümpel kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ja, ist auch so. Also, das fühle ich überhaupt nicht. Ich find's halt schon immer blöd, dass die das im Hochformat machen. Bei den YouTube-Shorts mag ich das irgendwie. Weil die guckst du ja irgendwie auf dem Handy, das geht. Aber ich habe auch keinen TikTok-Account, muss ich sagen. Also, ich fühle TikTok überhaupt nicht. Wahrscheinlich sollte man das, weil man da irgendwie gut Reichweite erhöhen kann. Aber ich fühle es nicht. Genau wie Instagram. Instagram habe ich alleine zur Recherche. This monkey can't understand how this leaf disappeared from this guy's hand. Ach Gott, ist der süß. Affen sind immer irgendwie niedlich, aber irgendwie auch immer gruselig, finde ich. So ein Affe muss auch immer mit Vorsicht genießen.
I just got off work, so don't look up here. Auf Karis Serial Killers. Ich habe die schon 1000 Mal gesehen, ich mag das total gerne. Und weil ich auch gerne was über Serienkiller machen möchte, aber das natürlich nicht eins zu eins nachmachen möchte und machen wir uns nichts vor, ich könnte das nicht mehr annähern, so gut wie Kare das gemacht hat, mache ich da vielleicht mit Gumbel, so einen kleinen Podcast, wo wir uns quasi gegenseitig Serienkiller vorstellen. So. Und uns quasi erzählen, was er gemacht hat. Und das wollen wir vielleicht so machen, dass vielleicht in der einen Folge erzählt der mir was und in der nächsten Folge erzähle ich ihm was. Und das ist so unsere Idee bis dahin. Wann wir das umsetzen, wie wir es umsetzen, ob wir es umsetzen, weiß ich noch nicht. Bock habe ich schon darauf. Miti. Dude, what the? I just found out that there's a professional pillow fighting league. It's basically the same thing as boxing, but with pillows instead. Das doch beknackt. And unlike your common combat sports, there is no testing that left arm to block. He's leaping himself. Krass. Junge, was ist denn los mit dem? Nee, nicht mit dem ZDK, mit einem anderen Gumpel. I'm honestly pretty impressed because this guy didn't even blink one time. One of my subscribers saw a mama duck with only one duckling. He thought it was very strange to only have one duckling and thought something might be wrong. He was right, as it turns out the others fell down a drain. Oh, God. So they asked for help and someone came to scoop them out. Oh, God. That is beautiful. Da gibt's auch krasse Sachen, ne? Die dann über drei Tische irgendwie spielen und die Kugeln da fliegen und so. Ich bin immer froh, wenn ich mit dem Kö überhaupt eine Billardkugel treffe. That's the end of this video. Made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Auf jeden Fall, ja, das war schön. Ja. Dann haben wir es ja quasi für heute. Das ist schon wieder viel zu lange gemacht. Morgen höchstwahrscheinlich mit Gast. Da fangen wir dann um 10 an. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Ein bisschen früher. Hat der Kote heute zu oder wieso bist du zu Hause, wenn der Rest der Gesellschaft gerade arbeitet? Weil ich einen Angestellten habe, der das für mich macht. Und ich bin schon im Arbeitspulli. Ich bin nachher auch gleich auf Arbeit. Ja. Dann haben wir es für heute. Wie gesagt, morgen ein bisschen früher. Und ja. Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Vielen Dank an die Mods, die heute wieder haben hier die Finger fliegen lassen. Das ist ganz nice. Und ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Valentinstag. Liebe geht raus. Ach, und übrigens, Liebe geht auch noch raus an den Metzger, der mich quasi in seinem Video erwähnt hat. Endlich wurde ich mal vom großen YouTuber erwähnt. Ja, vielen lieben Dank. Liebe geht raus an alle. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Lass knacken. Und Hakuna Matata.